Ich habe Puffreis in Wodka von meinen Freunden geschenkt bekommen und das sah ungefähr so aus. Jetzt sind 2 Wochen vergangen und das Ganze sieht jetzt so aus. Ich würde sagen, wir probieren das Ganze jetzt erstmal. Es riecht nach komischem Puffreis. Guten! Ah. Man kaut auf ganz vielen kleinen Schwämmchen rum, die einfach mit Wodka gefüllt sind. Es ist Zeit für einen Shot! Dein Bauscha! Und doch, das ist gut. Man merkt wieder diese Farbstoffe aus dem Puffreis. Das ist einfach nicht so nice. Aber generell, der Puffreis kommt trotzdem raus und es hat sich dadurch ein sehr angenehmer Geschmack entwickelt. 7,5 von 10.